Guten Morgen. Frisch verwacht. Also, guck mal hier, voll nass. Nur vom Tau, es war eine richtig knackige Nacht und es hat gewittert wie Sau. Zum Glück sind wir runter. Also ich so gefühlt, da oben muss es brutal abgegangen sein. Und hier unten, ja, also. Da war es, du hast gemerkt, also das oben, also es war relativ ruhig, sonst hättest du ja gemerkt. Warte mal, wie wir. Ja, weil. Guck mal, schön, das ist noch. Schau wegen feucht. Ja, und zum Glück mit Jacke. Also ich glaube, ich schätze mal, ich weiß nicht, das war so gefühlt 2 Grad höchstens. Aber in dem Schlafsack richtig warm, aber weil der so groß ist, wenn man sich drillt hätte oder so, dann war wieder ja so kalte Stelle so. Also ja, ich hab das Loch schön klein zugemacht und ja top. Aber ich sag mal, ja, das ist dann ab dann die Grenze, sage ich. Oder was heißt Grenze? Na, ich hab warm gehabt, aber jetzt nicht so brutal mollig warm, wie weil ich, wenn ich mich drillt habe, dann war so, ja, dann war wieder, weil so kalte Stelle, dann war wieder kurz und frisch, aber dann war auch gleich wieder warm. Also es ging. Aber ja, das ist auch ein Sommerschlafsack. Und deswegen, ja. Ich habe nur gedacht, der Mountain Hardware, der wäre wärmer gewesen. Und die haben jetzt mit Packsack, der hat halt einen viel geileren Packsack. Aber mit Packsack haben die ungefähr das gleiche Gewicht und so. Und der ist halt enger geschnitten. Hat Vor- und Nachteile. Du fühlst dich super wohl, weil du so schön Platz hast. Ja? Und ich habe halt auch, an den Füßen friere ich eh nicht. Oder die waren am Anfang noch gleich wenig kalt so. Aber weil hier habe ich auch nicht isoliert gehabt. Aber die sind dann ziemlich schnell warm geworden. Also ja. Ja, aber geil. Also eigentlich ein Top-Platz so hier. Es war halt, wir sind die Höhe, wir sind hier sicher, muss nachher mal der Frank fragen. Du Frank? Frank? Wie hoch sind wir da? Guten Morgen, wie hoch sind wir da? Ah ja, das ist 1200 Meter hoch. Was schätzt du? Wie viel Grad es war? 2 höchstens, oder? Weil wir jetzt, vielleicht 3, oder? Arschka. Was? Eisig, ja. Ja, siehst du, Frank hat schon. Er hat mich gerade geweckt. Ich habe so schön geträumt, er hat mich gerade geweckt. Aber er ist echt, das ist kalt. Das hättest du nicht gedacht, gell? Oder halt, ja, weil wir so hoch sind. Und dann, weil es vielleicht dann noch so klar war. Wir haben auch keinen Wald um uns rum. Ja, vielleicht auch das, weil der Schutz nicht war, ja. Du schon morgen essen, weißt du? Ein Riegel. Ah ja. Oh, lecker. Ja, ich hab auch noch Kiwis und ich hab Dieter Petra, ich habe gestern noch den Drezpack aufgemacht, den Veganer. Oder halt da, wie heißt das? M&M. Also als Nachtisch so. Ja. Das, ja. Ich bin froh, ich hab nur den Sommerschlafsack in der Hand gehabt. Ja. Ich Oh gehe je. davon aus, maximal 8 Grad nachts. Ja, ah ja. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht hier. Ja. Deine Kräfte, das verreckt. Und ich zum Glück, also also. mit deinem Ding hätte ich gefroren. Ah, du, der ist. Es war. Ich hab's gerade erzählt. Wenn du dann gelegen bist, weißt du, gerade wenn du seitlich gelegen bist und man hat sich wenig zusammengezogen, super warm, super gut. Wenn du dich aber wieder gewendet hast, weil der so groß war, dann hast du wieder wenig gemerkt, weil auf der anderen Seite war es wieder wenig so kalt oder so. Aber ich bin begeistert für so einen Sommerschlafsack. Aber ohne Jacke hätte ich sicher gefroren, ganz klar. Und normal ist ja, wie viel ist der angegeben? Ich glaube 4 Grad kann das sein. Ja, der hat das gar nicht, aber ja. Ich glaube, 4 Grad war das Komfort-Limit war, glaube ich, 4 Grad, aber ja. Ich
habe lange gebraucht, bis ich ihn warm hatte. Ja, ich auch, adefüß, weil ich auch nicht isoliert hatte. Also bis ich insgesamt warm hatte. Aber selbst adefüß hatte ich, wenn kalt, am Anfang. Und dann bis, der wärmt sich, weil er halt, wenn größer ist, auch dann vielleicht wenn Dinger um. Also ohne Feuer, zum Glück haben wir das Feuer gehabt. Weil das Feuer hat uns ja noch wenn gewärmt. Und dann sind wir warm auch in den Schlafsack. Oder halt, ja, man ist gleich schon ausgekühlt vom Feuer hierher, gell? Ja, ja. Ah ja, aber ein Top-Platz, guck mal, wär gut. Frank, komm, stand mal ein wenig dazu, als vielleicht als potenzielles Titelbild. Oh, ja, 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 geil, geil. Ja, erstmal ein wenig Größenvergleich. Ja, pyramidal, oder? Also, mir, es ist frisch. Der Winter dreht auch wieder, immer wieder. Jetzt kommt er. Ja, ja, ich hab's gerade erzählt, da oben. Da muss brutal, man hat es gehört, da oben, ich musste auch mal pissen, ich bin ein paar Mal auch verwacht. Ich bin mehrfach verwacht, also war es wegen so, ja so, jetzt, ja so, wie sagt man, unruhige Nacht, oder ja, so immer wieder wegen verwacht, einmal pisst und dann ist halt immer gehört, oh, der Wind, habe ich gedacht. Und ich habe aber gemerkt, das hättest du doch gemerkt mit den Fichten hier, wenn die mehr geschwankt hätten, weißt du, habe ich gedacht, oh, aber es war nicht, ich habe gefühlt, war das da oben, war richtig, dass der Wind meistens von da drüber gekommen ist, oder? Wo ist der hergekommen? Du guckst, da siehst du da runter, wie die Fichte schwanken. Das ist jetzt eigentlich von Ost kommt. Ja. Deshalb ist es auch so kalt, Ostwind. Ja, ja. Also, ja so. wo ich halt so Ding war, habe ich gemerkt, da oben muss es brutal stürmen, weil. Du hast gehört, wie es stürmt, aber es kam nicht an. Also so normal wäre ja dann, boah, weißt du, hier so. Aber hier war es relativ still. Es hat immer nur wegen so innezogen, aber mehr so leichte Brise. Aber frisch, knackig. Aber, also Härte. Ich hab nachts den Biwi komplett zugezogen dann. Sogar der Biwi. Sogar der Biwi. Ich habe auch irgendwann aufgewacht, drehe mich um und der Biwi. Ja? Der Kondens dann zu. Ach so, ja, 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 ja. Weil drin warm draußen. Ja, ja. Und dann dieses nasse Bibi direkt aufs Gesicht. So. Ja, war eklig. Eklig. Das war. Das dann habe ich ihn aufgezogen, habe gedacht, leck mich am Arsch, habe ich keine Lust drauf. Ich glaube, 10 Sekunden später. Ja, zu. Ja, weil es kalt. Ja. Der Wind, der. Ja. Und bei mir auch, ich habe zum Glück, das ist eh nur so, das ist so ein Loch und ich habe es dann schön klein zugezogen. Das ist auch noch ein Nachteil, wo mir aufgefallen ist. Ja. Guck mal, der ist so riesig. Das Loch, das ist nicht nur, wenn der zu ist, das ist so, hier ist der Kopf, aber du hast hier noch Fläche und hier, das ist eigentlich riesig hier. Und wenn man sich drillt, musst du das, ich drill mich ja immer mit dem Loch, grundsätzlich mache ich das im Schlafsack, aber mit dem Mountain Hardware oder mit dem anderen, da ist der Kopf näher dran am. So, wenn du dich drillst, ist das nicht zwangsläufig weg. Also, ich habe mich dran gewöhnt, weißt du, du drillst dich und bist halt wieder, ja, ziehst dir das Loch wieder so nah. Oder, ja, aber das, ja. Also irgendwie, ihr merkt jetzt, ich habe so, ja, gemischte Gefühle. Irgendwie finde ich ihn voll geil. Und jetzt auch voll stealth. Der ist halt, weil das vom Mountain Hardware, das Grün, das war nicht so stealth. Und das, ja, ja. Man wird sehen. Und ja. Er ist halt fett. Der, mit dem Mountain Hardware würde ich nie mit dem Brenta in Mischung gehen. Ja, und ich feiere den. Der hat halt Gewicht, aber ich feiere den. Weißt du, so ein robustes Sack, wo du. Ja. Ja, die Österreicher, die können schon. Ja, ja, da. Ja. Da. Rachte. Wertarbeit, ja. Boris Kerstin, ihr habt nichts verpasst. Glaubst mir. Inwiefern? Vor der. Nacht? Bei der Nacht. Ja, also, das wäre, ich glaube, das wäre, ja, der, je nachdem, also Boris, für den Boris wäre mal eh ein neues Schlafsack-Setup, das, wo der Frank hat vielleicht, das so. Das britische. British Army, ja. So Kombination, ja, weil der Boris hat, der hat ja auch den Brenta wie ich und grüß dich Boris und der ist mir genau richtig, aber ich bin ja schmal. Und der Boris, wenn er dann noch eine fette Jacke angehängt hat oder so, hat der gefroren, weil er den Loft, sagt man, wegmacht hat. Ja?
Also, ja. Aber mit dem Brenner wäre Overkill. Brenner wäre viel zu warm. Das wäre, da wäre ich gegangen. Also, wenn du den Zug gemacht hättest. Ja. Und, so, also, es war jetzt ein super Erfahrungswert. Bis so grad mit Jacke, na, geht. Frierst du eigentlich nicht an den Füßen? Ja, Füße bin ich, das ist der Vorteil, Füße bin ich ja gewöhnt. Selbst, ich laufe ja manchmal im Schnee und deswegen, ja. Aber ich ziehe mir vielleicht jetzt dann auch die Schuhe an, weil, so, ich habe jetzt eher, jetzt hier, der Wind. Deine Jacke ist, die ist noch ein wenig dichter, aber die ist nicht dick, gell? Nee. Ja, ja. Und meine ist ein wenig dicker, aber die lässt den Wind durch. Also, wir sind. Jetzt haben wir genug gejammert. Jetzt. Ja, ja. Ich denke auch sagen. Also, warte mal, gute Morgensequenz. Ja, scheiße, 11 Minuten fast. Also, guten Morgen und wir packen jetzt ab und dann. Kaffee. Genau, dann laufen wir zu. Der Frank hat unten im Auto einen Kaffee. Wir gehen noch zu. Also, bleibt noch spannend. Bleibt dran, da ist noch Burg. Burgbesichtigung, so alte Ruine zumindest. Oder, wenn ich Zeit und Lust habe, zeige ich dir noch diesen Stein in der Kältesiedlung, diesen flachen Stein mit den komischen Löchern und den Zeichen drauf. Den, wo du mir Bilder gezeigt hast. Da müssen wir nicht weit laufen. Vielleicht packe mir zweites Jahr den Hochzieher, ich bin mir aber nicht sicher. Oh, das ist ein ganz strange Stein, ja, ja. Allerdings. Ja. Ja, ja, oh, geil, ja, es ist. Aber bleibt noch spannend. Und Burgruine, Kaffee, Burgruine, vielleicht noch irgendwo Abschlussbeule. Ja, also, ja. aber ist jetzt geil, auch jetzt durchs Laufen. Es wird uns ja warm dann, oder? Ja. Ja, du kannst ja, wie lang bist du schon wach, oder? Jetzt eine halbe Stunde. Ah, ja, ja. Ja, ja. Bei mir Gott, bin jetzt frisch aus dem warmen Schlafsack, aber ich merke jetzt auch. Also, see you. Hier, schön. Ja, schön gelegen. Also, ich hab noch gedacht, wo ich es aufgebaut habe. Also, voll Schiffe darf es nicht. Also, wenn dann hier in die Mulde. Aber es war schön kuschelig hier in der Mulde. Rucksack packt. Schuhe ziehe jetzt noch ein bisschen an. Frank hat auch packt. Und jetzt, guck mal, schön, da oben die Sonne so. Ja, mir. Guck mal, wie schnell die Wolke zieht. Mama, ich nehme das auf, ja. Oh, ja. Da siehst du, was für ein Wind ist. Siehst du, und dann hat hier, also ich war halt durch die Bäume hier geschützt. Und durch hier den Hang so geschützt. Also der Wind, du hast gesagt, der hat immer gedreht. Somit war hier, ja, haben wir. Und du warst sicher auch relativ noch gut geschützt dort. Also ich glaube, da oben wäre trotz deiner Steine, da hätte es ganz schön gezogen. Ja, ja. Ja, guck mal, man sieht, wie die Wolke, brutal. Ja, und wir gucken jetzt lieber auf die Karte, wir gehen irgendwie einen anderen Weg zurück, wie wir, logisch, wie wir hinzu sind und dann. Frühstück haben wir auch schon gefunden. Na, gut von mir. Mhm. Gut, Silos, gut, die haben überwintert. Weil die kommen ja erst im Herbst so. Also der hat den Schnee hat die konserviert. Oh, gut, also, see you. Geil, wenn nur so Sonne kommt. Ich gehe kurz noch zu. Ah, ja, guck mal, wieder so ein magisch schöner Stein. Ja! Yeah. Guck mal, hier der Milan, wie er kurz durchschlägt und dann der Auftrieb. Guck mal, ah! Ja, geil. So, ein Ding habe ich schon. Ah, schau mal, wenn mit nasse Fist dann Ding. Ah ja, war noch nicht so, ne? Also, see you. Guck, jetzt sind wir. Jetzt kann man da hoch, doch. Ne? Ich habe vor der Climate, meinen Sack, sicher beim Umziehen, den habe ich irgendwo verloren. Und jetzt guckt man den nochmal, und hier oben schon, jetzt merkst du, jetzt kommt hier voll vor hier, voll der Wind. Und, ja, also viel mehr wie ohne, also echt gut. Also, wir suchen das jetzt noch, wenn nicht, hey, es wäre schade drum, weil es ein schöner Sack ist, die genau drin passt, und da ist halt noch Flickzeug mit drin. Ah, hier weht es jetzt wie Sau, hä? Guck mal, wenn ich jetzt drauf mache. Jetzt hört es gerade auf, hä? Vorführeffekt. Jetzt kommt er von da voll.
So, hörst du dich am Mikro? Also, guten Tag, da ist brutaler, gell, vom Geräusch her. Also, ja, krass. Jetzt guck mal nochmal. Jetzt gucken wir nochmal drin, aber ja, dann packen wir es mal in den Abschluss. Ja, das wäre geil, wenn es jetzt da irgendwo liegen hätte. Wenn nicht, no Problem, mache ich einen Gummi so drum, weißt du? Die juckt ja nicht, macht man Gummi drum und dann hebt die auch schön zusammen. Da war ich. No have. Ja, und wenn, der Frank hat auch gesagt, wenn, da war halt so Wind, die ist über alle Berge. Also, er hat gesagt, die ist sicher beim schon längst beim Tobi in der Pfalz. Also. Ja, und das ist es. Das ist so ein kalter Ost oder Nordost. Also, jetzt ist, kannst du sagen, ja, Ost. Kalter Ostwind von Sibirien oder was weiß ich vorher. Also, see you. Guck mal, aber. Hier vom Wachen wäre halt auch geil gewesen. Guck mal, ich wäre hier wäre ich gesehen. Klar, das ist brutal. Also, guck mal, ihr seht nicht, wie es sind. Aber so jetzt vom weißt du, verwachst und guckst und hier, und hast den Blick. Ja. Guck mal, das ist mal ein schöner Hof, schöne Hütte. Und das ist bewirtschaftet, der Kasch. Ja. Guck, und uns kommt es jetzt gar nicht lang vor. Hier oben waren wir, wie viele Höhenmeter wir schon wieder abgemacht haben. Geil. Ja, und jetzt suchen wir einen kleinen Trampelpfad. Ja. Ich kenne ihn nicht. Ja. Ich habe es nur auf der Karte gesehen. Auf der Karte so grau, jetzt auch nicht. Brutal steil runtergehen und wenn ich es richtig sehe, kommen wir dann wieder auf den Felsenweg irgendwo da unten. Ja. Wir kreuzen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir kreuzen zwei. Nein, nicht den Felsenweg, sondern der, wo zum Felsenweg führt. Also fast dann sind wir schon an dem Eisloch. Eisloch. Gut. Für dich Stück. Ja, und es ist im Prinzip von der Karte der kürzeste Weg. Und der muss ziemlich steiger. Also. Ja, guck, der ist echt schön. Und der hat auch ja, tolle Lage. Also es ist denn. Das ist auch schön da. Ja. Ich mag das dunkle Holz. Ja. Also, wir frühstücken jetzt noch in Ruhe. Dann sieht man sich ohne. Guck hier schön. Da eine kleine Bach ab. Ah ja, nochmal. Schön Sumpfdotterblume. Ich esse manchmal gern so ein wenig. Blüte. Und wie schon gesagt, da isst man eh nicht zu viel. Wir sind rüber. Das ist er vielleicht, da drüber, guck. Ja. Siehst du, das ist, Frank hat noch gesagt, da ist sicher schon lange keiner mehr gelaufen. Hier Wiesenschaumkraut. Ja, das ist er. Guck mal, ganz, ganz unscheinbare. Ja, weil das nur klein grau ist auch nicht. Super. Ja, schön hier. Der Bach oben der Hof. Hier der schöne Pfad. Ja. Das ist gut verwischt. Auch schön wieder Schlüsselblume. Kann man auch essen. Sumpfdotterblume. Bächle. Ah, ist doch idyllisch. Guck, der Frank hat gerade entdeckt, weil auf der Karte ist ja nur so ein grauer Pfad. Hier ist ein neckermännischer Weg. Und dann haben wir gedacht, ja, der geht auch ab, aber jetzt hat der. Hey, guck, Dennis, hat da geht's auch. Dennis ist auch schon lange keiner mehr gelaufen. Ja, wie geil. Es ist. Wenn du denkst, da öde, diese Feldweg. Ah, wie schön.
Das ist idyllisch. Ja, geil. Oh, so. Sogar ein Schild. Mit zweites Frühstück. Ja, so lieben wir das. Super. Siehst du, der Frank ist ein wahrer Pfadfinder. Ja, also mich wundert, ich hätte jetzt eh noch wen. Genau, machen wir ja nicht schleppe jetzt, weil jetzt haben wir überall Wasser. Ja, dass die 1,5 Liter gut gelangten. Ich glaube, das war auch, weil wir nicht zu salzig gegessen haben, oder? Ja. Weil ich aber nicht die Säule getrunken. Ja, wir haben nicht so viel Bier getrunken und es war halt auch nicht so heiß. Ja. Und ich habe aber, es ist gut. Gut, dass ich sogar Schuhe habe. Das wäre jetzt nervig. Du musst jetzt immer, da musst du so und so, weißt du, das wäre nervig. Es ist perfekt. Da ich tue immer das Harte. Um das Harte rumwischen. Und das ist noch weg. Ja, aber ich hatte gemerkt, auf der Tour, ich hatte dann gleich wenig am Arm so leicht Kopfweh, weil schon eigentlich zu wenig Wasser, und dann habe ich aber gut getrunken. Und da ist das idyllisch. Guck mal. Guck, das wäre auch schön, hier irgendwo pennen. Guck mal, hier wäre auch geil gewesen. Hier ein wenig pennen. Ah. Ja, weil man oberwegs nur Bier getrunken haben. So, ja, nein, ich habe zwischendrin ja mal kurz Wasser, aber ja, ich freue mich, wenn das langt. Normal trinke ich nämlich sehr viel Wasser. Und jetzt, somit war ich auch froh, dass ich 1,5 Liter mitgenommen habe. Also dieser Overkill, wo ich gemeint habe. Weil ja, guck mal, überall Wasser, normal, da langt dann locker, wenn so eine Flasche mitnimmst, statt zwei. Ja, die Sumpfdotterblumen sind halt wunderschön. Guck mal, wie. Ah, wundervoll. So, ich laber schon wieder zu viel und. Was machen wir? Ah ja, oh. Endet der im Nirgendwo? Oder im Sumpf? Siehst, die macht ihrem Namen alle Ehre. Oh ja. Siehst, jetzt wäre dann wieder barfuß besser. Oh. Oh, oh, dangerous. Ah ja, da ist er wieder. Geil, siehst du? Frank, weltbester Pfadfinder. See you. Guck mal hier. Was eine schöne, alte, fette Fichte, du. Und hier am Bach, also ich muss da kurz rüber zu der. Kurz Hallo sagen. Oh, oh, oh. Slippery! Guck, auf dem Grad voll abgerutscht. Boah, ist die geil. Boah. Guck, auch das größte Verhältnis. Boah, ist die. Ha, schön. Guck mal, das ist sogar. Das war, glaube ich, ein Zwiesel, die sind zusammen quasi, ja? Deswegen ist die noch so fett. Ha, schön. Ja. Das ist also gut, dass erstens der Pfad, der ja so klein ist, auf im Franks ihre alte Karte, auf neue Karte ist der vielleicht gar nicht mehr eingezeichnet. Oh, jetzt muss ich diesmal aber ein wenig aufpassen. Ah. Wundervoll, oder? Ja, und zweitens,
dass der Frank dann den Pfad gefunden hat. Also, ja. Weil der war von oben, hat man ja gesehen, unscheinbar. Sauber. So geil, alles voll mit Bärlauch. Das sammle ich jetzt noch fürs Mittag oder das Abendessen. Frank nimmt auch ein Säckchen. Gut, geil, jetzt wird es richtig steil. Und wenn ihr das vordenkt, wo wir auf der Karte geguckt haben, das, ja, der Pfad muss ja, wenn der so direkt runter geht, muss der ja brutal. Oh, schöne Tanne. Oh, schön fett. Muss der ja ganz schön ins Bach halten, gau. Aber, ja, ja. Oh, love you. Sure, I love you. Ja. 20. Spitze Pfad. Also Frank, nochmal sehr lobenswert auf der Karte den Pfad gefunden und dann noch in echt. Top. Ja, schön. Und weil es hier so steil und Ding ist, da landet die Natur auch wegen mehr in Ruhe. Das ist halt auch das Geile. Ja. Guck mal, wie kuschelig so ein Durchgang. Guck mal, dann mit das märchenhaft. Guck mal, so. Oh, ja, deswegen. Sonst wäre es zu steil. Schöne kleine Serpentine. Und da, damit der Frank jetzt nicht aus der Kurve schlägt, haben sie extra... Oh, ja, der ist mir gerade auf. Oh, den habe ich gar nicht gemerkt. Geil! Könnte man fast nah, aber machen wir jetzt nicht. He? Geil! Sauber! Oder willst du nah? Ja, nach Schale sieht er nicht aus, aber schön, schön. Hier hat es halt Luther so schöne Felsen. Guck mal. Auch mystisch. Guck mal, da oben ist ja der Pfad. Da ist auch wie so Stützmauer, ne? Na, da können wir da oben. Das ist ja auch geil. Ich check das mal aus. Ja. Ich weiß jetzt, wo es ist. Ja. Genau, ich habe vorher schon gedacht, dort bei der schönen riesen Fichte, wo ich erzählt habe, dort irgendwo pennen. Oder da, wo der Pfad angefangen hat. Ja. Ja, es ist steil, aber es hat ja immer wieder so ein paar ebene Fläche, wo... Ja. Ah ja, jetzt wird es wieder sumpfig. Guck mal, aber ich glaube, ja, ab und zu, ich glaube, hier gehen auch mehr Tiere wie jetzt Wanderer. Bärlauch. Nachtisch zu der Kiwi. Oh, guck, der ist auch sonderbar da oben. Guck mal der, wie der da steht und der. Du bist hier auch noch nie gelaufen somit. Ha ja, gell. Siehst du, für den Frank noch schön. Oh, Dreiecksschale. Guck mal. Hat auch wegen so, weißt du, wie die, die du schon gefunden hast. Und erst, ja, ah ja. Sieht man von da. Ja, das Video ist eh lang, auf das kommt es jetzt halt auch nicht mehr drauf an, deswegen lass ich es gerade mal ein wenig laufen, weil es so schön ist auch. Ja, ja, das ist der End von dem, wo wir vorher gesehen haben. Ja, ist geil. Und hier wieder, guck mal. Ah, ah.
Ja, da kann man sich fast nicht satt sehen. Ich bin froh, dass ich die Schuhe auch habe, bei den vielen Brombeeren. Ja, und zwar oben war es war echt, ja, auch von der, es war kalt auch oben. Also, klar, ich laufe manchmal länger auch im Schnee, es ist machbar, no problem. Was? Eine Höhle? Was ist der Frank Sitzer? Oh! Ja, oh, da muss man nach. Da geh ich ja hin. Also mal noch im Frank gucken, das Filmstand. Das ist ja spannend. Ich lauf das mal, ja. Ey, vielleicht auch wieder Eisloch. Vielleicht kommt Kalk. Also hier, ich kann ja nicht, weil ich kein Display habe, genau sagen, aber man sieht, ja, so grob, man sieht so schwarzes Loch. Geil. Oh ja. Ist doch klar, dass das hier perfekte Gämse ist. Ja, ja. Der Frank hat gesagt, hier jetzt Gämse und die sind halt scheu. Und der Frank hat schon gesehen, der Frank hat hier sogar schon Luchs gesehen. Aber ich habe weder, ich habe mal wo, in Kanada habe ich immer Gämse gesehen und so eine schöne, fette, weiße Geißbock, so eine große. War glaube auch in Kanada, ja. Aber in Neuseeland habe ich nämlich auch, weiß nicht mehr, aber kann sogar aussehen, ich weiß nicht. Ne, es war in Kanada, wo ich, ja, den, da war ich mit einem Deutschen habe ich da getroffen, auch mal, mit dem habe ich eine große Wanderung gemacht und da haben wir den gesehen. Und gibt es glaube auch noch ein Bild. Und es halt auch mit der Kamera, ich stand weiter weg, aber der war so. Der ist gethront, so auf dem Fels, gleich wegen höher, auf so einem Felsplateau. Ja, ja, da geht ums Herz auf, wenn du so wilde Tiere siehst, ja. Ehrfürchtig. Also, jetzt langt's. Ja, ich muss mich korrigieren. Ich habe nur überlegt, ein Deutscher. Nein, es war ein Franzos. Es war ein Franzos. Und wir haben es aber gut verstanden. Mir war dann. Sicher so, ja, erst war noch so einer von Quebec mit dabei, haben wir so Dreier gespannt und kurz, ja, und mit dem Franzos war ich sicher so 2 Wochen und dann haben wir schönere Touren gemacht und ja, ja, und der Frank hat jetzt auch gerade gesagt, guck mal da unten, ja, ja, also da kommt mir auch wieder das Herz auf, auch wieder als potenzieller Pennplatz, guck mal da. Hier unten auf dem Ding, geil. Ja, aber man sieht, wie vieles, wie man vergesslich, oder zumindest ich wäre in manche Dinge vergesslich. Also in, ja, selbst in zeitnahe, wo ich jetzt gar nicht so weit zurückliege, aber so, manchmal muss ich dann überlegen, oder dir fällt, ich habe von Neuseeland, das war 97, habe ich so, mir nur so kleines, so ein kleines Art Tagebuch, da hatte ich wie so ein kleiner Kalender, so in dem Format von der Höhe. Und da habe ich nur jeden Tag so Notizen gemacht, wenn man getroffen hat oder so, nur so wegen Notizen. Und dann habe ich es irgendwann auch entsorgt. So habe ich gedacht, ja, so befreien. Aber das ist, glaube ich, eins der wenigen, wo ich denke, oh, das wäre eigentlich noch schön, weil da sind die Namen drin. Ich weiß zum Teil die Namen nicht mehr oder so. Da gab es auch noch nicht E-Mail oder ich hatte das nicht. Und da hat man halt so Namen oder Adresse manchmal tauscht, da hat man noch ein wenig geschrieben. Ja, aber Frank, du hast voll recht. Guck mal, hier ist unser nächster Pennplatz. Oder irgendwann. Guck mal. An so einem Dinger. Und hier, ey, hier läuft. Guck, wir haben Sonntag eigentlich gutes Wetter. Und da läuft kein Schwanz. Genau, also von oben erkennst du den Weg kaum. Das KSI von unten erkennst du ihn besser, das sehen wir nachher. Also, hier ein super Pennplatz, Frank, du mit dem Bibi. Perfekt. Ja, guck mal, ist der magisch. Ja, und ich penne nur auf dem Weg, fertig. Oder hier,
Hier, schon geschwätzt. Ja? Oh. Ja. Wir haben schon so viele Pads gefunden, wo man denkt, da pennt man mal, aber ja, meistens wird da nichts draus, weil dann ist es wieder woanders und dann. Es hat halt hier überall schöne Plätze. Ne? Der ist magisch und sogar pyramidal, Frank. Mach mal das Pyramide-Zeichen. Ja, ja, aber was? Ja, genau. Geil. Pyramidal. Geil. Ja, und eigentlich schön direkt am Weg, direkt am Bach. Hast Wasser? Ja, geil. Bärlauch. Machst du eine Bärlauchsuppe? Oder ich würde, glaube ich, mir dann so Bärlauch-Pesto machen. Oder halt einen schönen Salat und fett Bärlauch rein. Ja. Guck mal, wie schön hier. Ah. Ah. Zunderpilz. Achtung, eine Schnecke. Könnt ihr eigentlich ein separates Video machen? Bachwanderung. Ja. There we go. Guck mal, der Frank hat gesagt, ja, das Wasser sucht sich immer. Der beste Weg, guck mal, hier läuft es ja voll und hier auf das Malz wieder weg, als ob es hier wieder dann versumpft und hier trocken. Geil. Unergründlich. Oh, guck mal, was ist das für ein schöner Pilz. Ja, auch so hart wie so ein Zunderding, aber ja, ein Baumsteinpilz. Oder wer es weiß, bitte in die Kommentare. Nee, Spaß. Das mit den Kommentaren ist meistens Spaß. Wisst ihr das? Aber wer Bock hat, schreibt es in, ist klar. Hanne. Also der Frank hat gerade gesehen, da unten sind wieder die Stär, wo ich Zimt habe, wo verbunden war mit Holzwoll. Als so Schutz, ja. Also, siehst du, jetzt sind wir wieder weg. Jetzt sind wir ziemlich schnell wieder am Eisloch. Wie gesagt, wir gehen noch zu der Ruine. Der Frank zeigt mir da vielleicht so einen Stein. Bei der Ruine gibt es vielleicht Kaffee. Und mit dem Stein dann vielleicht Abschlussbeule, gell? Until then. Guck, das ist sicher echt ein schöner alter Weg. Er wurde befestigt. Das ist jetzt gerade der Schluss von dem Weg. Und noch so wunderschön. Da befestigt da unten schon der große von gestern. Ja, schön. Ah, guck, jetzt kommt. Das freut mich halt auch immer, wenn wieder frisch. Heidelbeeren kommen und die sind, das wissen viele nicht, die sind so lecker, die Blätter sind eins meiner Lieblingswildkräuter. Die sind so richtig zart, guck mal, so das Auge isst ja da schon mit. Rupfe ich mir immer ein wenig ab. Ja. Guck. Wollen wir nochmal probieren. Mit mir, also mit am liebsten, so im Frühjahr, wenn auch mit Fichtetrieb oder Buchenblätter. Ja, oder auch
Huflattich isst sie dann immer so gern, wenn der immer kommt. Der kommt ja auch ziemlich früh. Oder was gibt's noch? So frisch. Schabockskraut. Auch immer. Das hat, oh, guck mal, auch hier wieder schön befestigt. Von Luther schwätze, guck mal, da kannst du gar nicht satt sein. Und von Luther filmen, siehst du vieles nicht, oder schwätze? Das sollst du eh vor der Blüte essen und so. Und dann auch Vitamin C-Bombe. Mhm. Natur. Ja, gerade im Frühling, Sommer, beschenkt uns reichlich. Guck mal, süß wie so Jungtanne. Das, guck mal, so ganz süß, mager. Oh. Na ja. Die überlebt. Na ja. Kleine Buchen. Ah, ist schön. Also. Glaub nächst bis zur Ruine. Guck, hier sind jetzt schon die Blüten. Ey, die sind auch super fein. Muss noch probieren. Absoluter Hammer, die. Und die kannst du auch schön mischen. Also auch die Mischung dann mit ist genial. Unbedingt probieren. Geheimtipp. See you. Das ist das, wo ich gestern eingebrochen bin. auf der Seite. Hey, das ist schon unscheinbar. Da denkst du, ah ja, schön trockenes Laub. Weißt du, so. Oh ja. Ah, man muss einen größeren Schritt bringen. Ah ja, besseres Wasser kriegst du nicht. Schön mal den Dorsch löschen. Hey, ich hätte jetzt Wasser noch gehabt, aber. Ja, geil. Geiles Wasser. So, sind wir wieder hier. Und der Frank hat gerade vorher gesagt, oh, wie schön warm es jetzt wieder hier unten ist. Und dann fing ich gerade an, ha, hier wird es jetzt aber frisch. Und dann fing er an, sicher, weil wir jetzt so nah wieder am Wasser sind und im Tal. Nee, aber jetzt da vorne sind ja gleich die Eislöcher. Also, gell, du merkst jetzt voll wieder viel kälter. Krass. Weil im Vergleich zu oben war es jetzt vorher dahin richtig angenehm warm. Und jetzt kurz bevor ich die Kamera angeschaltet habe, kam so richtig kühl. Klar, auch der Bach fängt, aber ich glaube, wir kommen Richtung Eisloch. Oh, Kohn! Guck, diesmal habe ich einen Pfad entdeckt. Und da unten ist das Auto. Da hinten sind die Eislöcher und die haben wir jetzt schon nochmal nicht mehr nach. Und hier einen schönen Pfad direkt zum Auto. Geil. Schöne Tanne. Und schön die Vögel wieder. Allein. Los mal. Wie die jetzt auch freut haben, dass es jetzt so langsam warm wird. Hier. Ja, und was auch so langsam. Guck mal, heute Nacht waren noch fast minus. Oder das ging echt annähernd an die Null. Aber hier unten, jetzt wieder milder. Jetzt sind wir tiefer vielleicht, wie das Eisloch. Und, ja. Oder geschützter. Also. Sehr gute langes Video. Oh je. Oh je. Der Frank hat auch gedacht, oh je. Drei Teile an jene Stunde, wa? Ich hab schon gedacht, der zieht da rüber, der Weg. Aber jetzt haben wir Ja, ja. Hey, der geht direkt zu den Autos. Perfekt. Siehst du? Also, auch ich bin ein guter Pfadfinder. Na, very, very good for Hollywood. Und da haben wir jetzt das Schäferring getroffen und gesagt, die Jäger da oben. Ich sehe ihn gar nicht. Ja, und zwei süße Dinghund, Schäferhund, unseren Merle, ein wunderschönes, der war erst 6 Monate.
und legt sich voll im Schlamm und er hat so Freude gehabt. Also voll schön. Ja, Frank hat es gerade schon erzählt, da ist jetzt noch Burgruine. Oh ja. Und da werden wir ja den Kaffee suchen. Frank hat alles in seinem kleinen süßen Rucksack. Auch ein cooler. EDC-Rucksack. Ey, guck mal, auch wieder fast. Wenn jetzt, guck mal, der ist ja ziemlich neu, aber wenn der nicht wäre, guck mal. Kannst du hier auch wieder. Topf eben. Das ist sicher auch mystisch. Hier mitten in der Burg kommt vielleicht noch die Nachtsburgfräulein. Ja, geil. Ja, süß, nicht mehr viel, aber guck mal, das ist ein schöner Kinderspielplatz, oder? Hier. Guck, hier kommt auch einer pennen, hier im Loch. Ja, ja. Ja, aber ist cool, das ist auf so einem kleinen Hügel. Ja, ja. Also, jetzt gibt's gleich Kaffee. So, kein Wasser, kein Kaffee. Da unten, ja, die Chefin war nette, die hat auch noch Ding gerettet. Mit der Schaufel. So frisch. Wo ich in so Becken kann, wo sie nicht mehr raus können. Und voll süß. Und dann hat sie gerettet und hier ins Biotop gesetzt. Jetzt zieht sie halt dann auf ein Zelt. Oh ja, der Jäger ist da. Oben, aber no have. Good for us. So, guck mal, wie gemütlich. Kaffee, noch ein wenig heiß. Dann haben wir hier noch Nukau, Nukau. Auch nur Nukau. Oh, Black. Das ist der gute Kaffee, wo der Frank ist. Das ist ein Instant-Kaffee. Oh, der ist mir noch zu heiß. Ja, wir haben zusammen einen Kübel. Frank trinken ja gern mit Milch. Ich trinke jetzt wegen vor, warte bis er kalt ist und dann die Leckerei dazu. Dann Frank hat hier noch ein wenig Brot. Guck mal, noch geiles Brot, also super Frühstück. Da vegan, sind nur Wegewürste, leider nicht vegan, aber ja, Frank ja auch vegetarisch. Also, ein guter. Bon Appetit. Guck mal, hier ist jetzt so richtig mild und blüht schon alles geil. Wir haben ihn gefunden. So, und auf den ersten Blick sage ich, den heben wir zu zweit nicht hoch. Unmöglich. Nee, da gang ich jetzt auch nicht trainieren bei dem Gehäder. Guck mal. Bin ja aber mal gespannt. Oh ja, hier ist das Loch. Oh. Leute, ja, wir machen den mal ein bisschen frei und dann melde ich mich wieder. Ja krass, das sind zwei Löcher. Meinst du, die sind vielleicht auch zum Heben? Weißt du? Dass sie den klopft haben, oder? Kann das sehen. Gut, dass der Frank so gute Outdoor-Hose hat. Bist du jetzt nicht verstochen? Gut, das ist. Fisch ist hier. Ah ja. Das Seltsame ist, man denkt jetzt, ja, was ist das? Guck mal, waren hier noch die Punkte oder wo? Ja, die Punkte. Die drei, guck mal hier, die drei, oder? Das, ja, das, genau. Das. Wunderbar, super. Ja. Weil. Oh, guck mal, Ameisli. Der Frank hat. Wie heißt das Video, wo du da hast? Der Frank hat schon mal ein Video. Ich könnte es verlinken. Genau, er verlinkt es bei sich unter dem Video, verlinkt er es. Wo er vergleicht mit was in England. In England hat jemand auch was entdeckt und es ist. Da sind sehr viele Parallele. Also, es ist schon, ja. Strange. Und hier denkst du, ja, das ist irgendwie nicht so sonderbar, aber doch hier dann so wie. Guck mal, hier geht es so. Mann, ich bin Franks Video gucken, das ist dann schon. Und jetzt die Loch. Ja. Das ist keine.
Nee. Bohrspuren. Ja, Bohrt ist es irgendwie, aber das kann uralt sein, weißt du? Und eigentlich die Frage, hat das eher. Ja, was zum Transport, also mehr was Praktisches oder eher was Mystisches oder dass es irgendwie ausgerichtet ist. Weißt du, die Linie, hast du einen Kompass dabei? Jetzt wär interessant, die Flucht von deinem Stern, ob die irgendwie ausgerichtet ist oder ja. Ja. Also hier, du merkst aber, guck mal, hier siehst du, wie fett der auch ist und der ist sicher jetzt auch voll mit Dreck. Der ist sicher noch, die Bohrung ist sicher noch tiefer. Da müsstest du mal, bringst du nächstes Mal einen langen Bohrer zum. Den lupfen wir auch nicht mit 3 oder 4. Ha, nee. Also, oder ja, nein, aber. Man müsste wissen, was auf der anderen Seite ist. Ja. Das mit dem Ausrichten ist jetzt schwierig. Ich vermute, den haben sie vom Feld hier zur Seite gelegt. Den haben sie irgendwo gefunden hier in der Stadt. Das ist halt auch. Und dann, ja, das. Logisch, das macht. Ja. Logisch, der muss ja hier nicht ursprünglich legen haben. Ja? Aber ja, geiler Fund eigentlich. Echt cool. Und es könnte auch sehen, die zwei andere Sterne, dass sie die einfach, weil die auch irgendwie so Ding, dann haben sie die an die Eiche damals hingelegt. Und ja. Achso, das war noch beim Frank gucken. Ich habe, das hätte nur der Frank gefilmt. Da sind noch zwei andere Sterne. Da haben wir gesagt, hier ist jetzt voll schön mild. Jetzt sind wir ja unten. Da vorne ist Fribourg. Also jetzt sind wir unten im Tal. Das sind Welten im Vergleich zu. Wo wir oben waren auf dem Kopf. Wie ist der Kopf nochmal? Ich vergiss das immer. Hinterwaldkopf. So. Also, jetzt. Also wer den mal selber untersuchen will oder hochlupfen will, wenn er das schafft. Mhm. Da drüben ist die B31. Auch hier irgendwie markant. Wie, guck mal, hier ist noch. Hier ist, okay, das KL ist halt abgesprungen. Also, strange sind die Bohrungen und die sind alt. Du siehst, das sind richtig alte Dinger. Ne? Und die Zeiche auch. Mal noch mit dem Frank gucken. Also, und die 3 Punkte, weißt du wie? Die stehen ja auch für. Das ist was ganz Heiliges. Das haben, im Knast wird das ja auch gemacht, aber das ist ein ganz heiliges Schutz. Symbol. Die 3 Dinger. Also, das ist irgendein Schutz. Wie sagt man? Schutz. Ja, Symbol. Also, jetzt noch irgendwo, wir, da mal, du, wir hätten dort Abschlussbeule, hätten wir drauf hocken können, aber wir machen jetzt noch, wir denkt, das wäre jetzt nicht der beste Abschlussbeulplatz und wir machen jetzt irgendwo eine Abschlussbeule und dann ist das Video endlich vorbei. Also, guck mal, der Frank hat so einen Kompass im Handy. Das ist im Prinzip, guck mal, so die Flucht, das wäre genau wie die. Komm, gib mir mal das Ding hier her, dann machen wir es mal. Ja, aber der Stein lag. Ja, aber wer weiß vielleicht. Ja, okay, erstens ist es nicht genau. Und der, ich denke auch, der ist vielleicht wo ganz woanders gelegen. Ja. Oder der ist vielleicht gestanden, weißt du, dass der, wie so ein Grabstein, dass der umkippt ist. Ja. Okay, we don't know. See you. Ja, geil! Wie geil ist der? Praktisch! Ha, ja. Wie geil! Hände frei, geschützt. Und da hast du für den Sommer, das kannst du hochklappen, dann geht die warme. Ah, ja, ja. Wenn du Sonnenschutz hast, kann die warme Luft nach oben ausweichen. Aber manchmal, wenn dir das so einfach begegnet, dann in dem Kabel, geil. Geil. Ja, sauber. Wir gehen jetzt vor, da vorne, da wollte man schon lang. Der Frank war da schon, wollen wir auch mal mit dem Frank gucken, der Frank verlinkt so schöne Skiplätze und da oben auf dem Berg, ich habe gefragt, wäre das weit, wie weit kann man da fahren, also, und jetzt kommt man voll weit fahren und jetzt ist noch ein Spaß und da machen wir die Abschlussbeule und geil, er hat mir nämlich gestern erzählt, ich musste lachen, weil er hat dann erzählt, Kerstin hat dann auch gesagt, oh, so, das sieht schon komisch aus. Also, bis gleich wieder Beule. Ich freue mich immer, wenn auch der Günsel wieder kommt. Der ist ziemlich herb und bitter, aber so dann 1, 2.
und Bitterstoffe. Wenn es nicht zu viel ist, ist gesund. Oh, voll schön hier. Oh. Das ist der Nachteil. Wenn du auf so Kuhweide oder wo mit Gülle gedüngte, egal ob das Sauerampfer ist, Löwenzahn oder der schmeckt jetzt auch ein wenig leicht nach Gülle. Also nicht, dass die dann frisch Gülle über den, der ist ja frisch gewasen, aber ja, weil die Wurzel zieht halt das als Nährstoff. Also deswegen eigentlich nicht so zu empfehlen. Wenn es manchmal Biene. Hier gibt es keinen Sonntag frei. Nein, die arbeiten auch sonntags. Ja. Aber warte, morgen Tag der Arbeit machen sie vielleicht auch mal. Party. Ja. Ah ja, Gott sei Dank finden sie auch was. Also die Kühe haben jetzt sicher auch noch ein besseres Essen. Also somit ist auch die Gülle dann nicht so. Aber wer weiß. Es schmeckt halt güllig. Also somit keine Empfehlung auf so Wiese. Aber ich kenne es und ich weiß dann, dann ist sie nur eins und dann sage ich, und ich esse es dann auch, machen wir spuckig aus, aber ja. Günsel gut. Was ich auch so feier, ist dieser, nicht hier der Kirsch, sondern hier, dieser Junge, also den mag ich auch, aber wenn er so diese, das feiere ich voll. Auch bei mir im Garten, wenn dann der frisch so kommt, ah, Wohltan. Kirsch ist vom Feinsten. Oder? Guck mal, jetzt auch hier. Kommen wir hier auch schon. Ist geil. Aber. Ne, das ist zu klein, da nehme ich jetzt keine. Hier nehme ich eine. Weißt du, die Mischung ist geil. Hier nehme ich gerade so. Oder eins meiner Lieblinge vom Geschmack. Oh, und so ein ist Vogelmiere. Aber so Bucherblätter. Oh, Ah, guck. Frank filmt. Oh, da sind jetzt Bienen. Gleich wegen so rum. Der Frank hat gesagt, hier wäre auch. Oh, hier ist auch wegen wie Grab. Die wären noch Gräber. Mensch, das, Frank, das ist aus, oder? Ja, das ist ein Paar. Ja. Ja, und das macht auch Sinn. Das heißt hier Belleg. Und Belleg wie Bällchen. Bell, das ist. Früher glaubst du, so ein Sonnengott. Oder man hat, ja, Bell steht zur Sonne irgendwie. Und es gibt ja viel und gerade Bällchen gibt es ja. Oh, ja, wieder. Gibt es hier im Schwarzwald auch noch, in der Vogese auch noch, in der Schweiz auch noch. Und das ist auch so ein magisches Dreieck. Ja, das ist ein größeres, guck mal, geil. Ja, hat er doch recht. Ja. Ja, super. Ja, schon rentiert. Ja. Oh, ja. Das könnte ja fast ein Grabkammer sein hier. Weißt du, an der Brand? Ja, ja. Das ist einfach nur Brand. Der Baum hat es dann ausgerissen. Ja, weiß. Weil das sieht. Ja. Und so sehen die auch wirklich aus, diese Grabkammern, die dann drunter sind. Oh. Mischt es mal Sondle auf. Hier Sondeln bei dem. Mhm. Ja. Der Frank hat ja früher gesondelt. Und er hat gesagt, was er schon für. Also mal schade. Was er schon für. Scheißdreck. Hätte. Frank, was war das? Da hast du sogar mal einen halben Meter tief. Und er denkt, wow, super, voll ein tief. Oder einen Meter tief. Also ewig Kabel und super angeschlagen. Und dann hat er gedacht, was? Du
Cola-Dose. Ja, ja. Krass, und dann eine Cola-Dose. Oder wie viel du so Bierdeckel und so Scheißdreck findest. Ja, und dann, ja. Also. Ja. Guck mal, hat auch schon wieder das nächste. Ja, krass, ja. Alles voll. Heute sind klar Gräber. Ah ja, ganz klar, genau. Ja, ja, schön. Ja, noch kurz sauer gleich, ich mag auch die Blüte. Blüte und Blätter. Beide lecker. Ähnlich sogar. Mhm. Ja, der Frühling. Das liebe ich dann. Wieder. Ja, wie so, als ob der Körper ja so schreit dann nach so Wildgrün. Ja, geil. Guck mal, auch schön. Veilchen, da nehme ich dann immer nur so eins. Oder da, die sind mir so heilig, weiß auch nicht. Alle Pflanzen, ich bedanke mich auch immer innerlich. Also ich sprich das nicht immer aus, sondern so innerlich. Danke. Also. Beauty, weil die sind halt so schön auch. Guck mal so. Ja. Die stehen auch für Frühling. Nur kurz, da ging es jetzt, wie geil, relativ steil. Länger hoch. Und ist so ein richtig schöner Hügel. Und ich filme aber dann vorne wieder. Ich glaube ab jetzt, ich war hier noch nie. Der Frank glaubt schon zweimal sogar. Also es gibt auf jeden Fall auch ein Video, wo er hier war. Und der Frank schrieb jetzt wie immer unter die Kommentare. Der hat ganz am Anfang mal so Serie gestartet. Geile oder schöne Chillplätze. Und das war einer davon. Ist eigentlich eine schöne Serie, dass er die mal weiterführt. Also macht. Er motiviert ihn mal. Ja. Ja, ja. Guck mal. So rum. Geilste Aussicht. Oh ja. Ja, und er hat gesagt, hier wäre auch Penne gut. Also, aber da könnte eigentlich nur einer. Vielleicht meint er hier. Hier einer. Penne. Ja, hier ist zu schmal. Ach schön, guck mal, das hat echt was, wie so Stufe. Geiler Platz. Ja, er hat noch erzählt, er hat sich damals auch ins Logbuch geschrieben. Oh, das sind zig Logbücher. Ich nehme mal das vordere. Aber. Und er hat gesagt, voll witzig, das sind witzige, er hat es durchgelesen, so witzige Kommentare. Eins davon, oh, voll schöne Aussicht. Leider ist meine Freundin mit dabei oder so. Also, ansonsten wär's genial oder irgendwie. Also, ja, nicht. Der Frank, ah ja, geil. Geil. Und auch eine super Sicht. Trotz, ja, im Sommer ist da vielleicht mehr zu, wenn das Laub überall dran ist. Guck mal, ich habe auch ein Logbuch schon. Was erinnern wir dich? Wann warst du dort? Oh, Jesus Gott. Oh, das 20.04.21. Das neue Gipfelbuch ist da. Achso, warte, das ist so, das fängt von vorne an, ist klar. Wollen wir mal sehen, wenn der letzte Eintrag ist. 23, also 26. April. Oh, erst kürzlich. Gestern ja. Schnee, heute Sonne. Gestern Wein, heute Winnie, oder was? Ja, du hast gar nicht erreicht. Hä? 8 oder 7 Meter. Heute Winner oder Gewinner. Oder? Super. Was ist? So ein guter Spruch haben wir jetzt da nicht. Dann lassen wir es lieber. Schön hier, es grüßt der Heimatschutz von Buchenberg. Ah ja, schön, das ist echt süß eigentlich so.
guck. Erster Herbstspaziergang. Also so viel waren nicht da. Oder zumindest haben sich nicht viele eintragen. Ah, die Greta war auch da. Grüß dich, Greta. Ja, es ist wahr, nicht viel. Frank, willst du dich? Ah, du hast dich ja schon mal. Also, jetzt gibt es lecker Abschlussbeule und dann verabschieden wir uns. Ja, wir können mal irgendwas Wertvolles im Wald vergraben und dann machen wir die Schatzkarte und malen wir da. Ah, das wäre mal so. Ja, wieso? Das wäre mal Idee. Oh, der Mischkohl und wer es nicht glaubt, ist schwer pyramidal. Ja, der scheint auch, glaube ich, älter zu sein. Ja? Egal, also. Beule. Frank. Oh, guck mal, so schönes. Ketterer. Schönes Naturtrübpilz. Ja. Spiel mir ums Eck. Also, Frank. Was? War eine geile Tour, oder? Achso, machst du, genau. Er macht da auch noch eine Abschlusssequenz, dann machen wir es nämlich damit. Ah, siehst du, Frank ist kreativ. Weil mit der GoPro hat er ja Stativ gehabt. Also super. Aber die ist nicht gegangen. Und da, ja, die. Die Muckt machen wir wegen auf. Ja, geil. Nimmt das schon auf? Ja. Ja, ja, geil, also, ja, super. Ja, siehst du, Frank, das Fuschkrafter Stativ. Ja, genau. Geil. Ja, ja. Also. So. Cheers. Abschluss, schöne Tour. Ja, super Tour. Viel Glauben. Auf uns, auf euch, geil. Hat Spaß gemacht, also, das ist jetzt auch noch so eine schöne kleine Abschluss. Freue mich jetzt sogar voll. Und das ist sogar Frühschoppen. Ich bin, jetzt haben wir gerade 11 oder kurz nach der 11, also bevor wir im Auto waren. Also so früh bin ich ja schon lange nicht mehr gewacht, weil jetzt, wir haben ja schon einiges unternommen und lang, bis wir da wieder unerwartet und dann noch Bärloch gesammelt und das alles. Also, dann war es 7, wo du mich geweckt hast, oder? Also ich dachte, es war 8. Oder halb, ich habe ja keine Uhr. Ja, ja, also, also. Aber wir haben schnell zusammengepackt, es war eisiger Winter oben, es war kalt, nass, war Sauna. Ja, ja, das war das Beste. Und wir wollten unbedingt auf der Karte gucken, mach das mal bei Wind. Und falls sie wieder zusammen, so wie sie war. Ja, ja, das hätte ich noch filmen sollen. Sini, wo eh schon verrissen ist und so. Ja, ja, das ist eine Herausforderung. Das hätte ich noch, ja, ja. Das ist mal drin. Ja. Das ist mal eine Challenge. Ja. So, ich sage an der Stelle jetzt ciao. Ich auch. Spaß mit dem Video gehabt. Mach es gut, bis bald mal wieder. Mal. Ciao, see you for sure. Bye, bye. Wir lassen sie es jetzt noch schmecken. Also, Frühschoppe. Das ist eine Frühschoppe-Beule. Ist Sonntag. Früher gab es ja am Sonntag hat man Frühschoppe gemacht. Frühschoppe ist eine Kneipe und so. Nach der Kirche. Um 10 Uhr. Kneipe. So, Frühschoppe. Traditionell. See you.